Jo Leute und herzlich willkommen zu The Inner World Let's Play mit Steffi und Michi. Und hier haben wir gerade Conroy gesehen. Oh, beim letzten Mal haben wir eben Lauras Versteck gefunden. Jetzt müssen wir versuchen, das kleine Phosphorus-Anhängerchen zurückzubekommen. Genau, und ich drehe jetzt mal ein paar Schalter, weil der Finger von Conroy kann uns eben helfen, da ranzukommen. Habt ihr gerade gesehen? Der kommt da ganz nah an diesem silbernen Phosphorus vorbei. Und eben ist der Kescher wieder weg. Jetzt sind wir wieder auf der Bühne. Der Kescher. Passt wohl nicht durch diese Ritzen durch. Genau, das heißt. Gehen zurück. Und ich probiere es nochmal. Und dann ist uns eben nochmal dieser Kleber da aufgefallen. Genau. Den mixen wir eben jetzt mal mit diesem Wasser. Fortilius Schnaps ist mindestens so gut wie Lösungsmittel. Ja, gut, das haben wir eben. Flockiger. Okay, also wir können den jetzt nicht mit dem kombinieren, sondern den Kescher mit dem. Den Windsauge besser gesagt. Mit dem Ding, das vielleicht können wir ihn ja bekleben. Vielleicht können wir an der Hand von Conroy oder am Finger was hinkleben. Probieren wir es mal aus. Jetzt ist nicht die Zeit, um umzualbern. Scheint der Kleber nicht ganz fertig zu sein, oder? Ja, oder wir müssen zuerst den Kescher drauf tun. Ne? Das kann auch gut sein, ja? So, das Kescher. Kescher. Und der Kescher ist wieder in der Hand. So, Halleluja. Ja. Dann hast du drauf. Das mach ich nicht. Hier geht nicht, also. Fehlt uns irgendwas? Steht ja komisch, was ihn noch. Ein Korken. Klar, wir müssen ihn noch schütteln, den Kleber. Ja. Und jetzt sich der Kleber und dieses Pulver. Nicht Kleber. Diese Alkohol und dieses Pulver. So, jetzt ist das vielleicht ein bisschen schütteln. Ich weiß nicht, kann man bei Robert schütteln? Oder kann man die Sachen da anklicken? Muss Robert in die Hand nehmen? Das mal. Nö, scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Vielleicht ein Doppeldeck drauf? Ich probiere es jetzt nochmal. Geheimangang. Kann man nicht eben Robert anklicken? Sie rollen sich mal schütteln. Tu doch was mit dem Kleber. Das Pünktchen ist nun verkorkt. Ah. Einmal okay. Schütteln. Ah, so. Aha, man kann da auch Sachen. Jetzt habe ich also Informationen darüber erhalten. Cool. Das Ankleber, klebe ich es mal fest. Ich mache ein bisschen Kleber an die Hand und den Kescher. Das ist eine gute Idee. Jetzt hat es Kleber. Jetzt können wir nicht den Anhänger bekommen. Ja, jetzt können wir jetzt auch mal die Hebel bedienen. Genau. Und was wird das, wenn's fertig ist? Ich habe dir das Phosphor abgejagt. Fast. Wow, ich bin so beeindruckt, dass ich dich jetzt ignorieren werde. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du Conroys Anhänger stiehlst und, Dieses Phosphos wurde von meinem Vater gebaut. Conroy hat ihn bestohlen. Aber das würde Conroy nie tun. Wie naiv bist du eigentlich? Komm schon. Bitte. Vielleicht klemmt es ja nur? Warum leuchtet es nicht? Hey, nicht weinen. Ich weine, wann ich will. Wenn es leuchten soll, musst du nur... Schau mal. Gib es her. Laura, ich hoffe, du siehst das hier. Es tut mir so leid, meine Kleine. Ich hatte keine Ahnung, was Conroy vor... Was ich jetzt sage... Dich. Ohne die Flöten. Es ist die... Conroy aufzuhalten. Laura, muss die... Wir haben keine Zeit. Im Wurzelwald. Die versteckt sich im Wurzel... Um den Wind zu retten. Lass ihn. Kümmert euch weiter um die anderen. Reminepo, alter Freund, was wird das hier? Ein kleines Andenken. Wachen, in die Kammer mit ihm. Laura! Das wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. Was
für eine seltsame Nase. Er hat immer gesagt, ich wäre der Einzige. Was hat Conroy getan? Er hat gelogen. Robert! Ausgezeichnete Arbeit, mein Junge. Ohne dich hätten wir sie nie gefunden. Elender Mistkerl! Was hast du mit meinem Vater gemacht? Ich weiß genau, was... Wache! Immer gesagt, dass dich das Phosphos an den schönsten Tag deines Lebens erinnert. Es tut mir leid, du es so erfährst, aber für sowas gibt es einfach keine Grußkarten. Also, Robert, komm her. Wir wissen doch beide, dass du alleine nicht zurechtkommst. Nein, ich meine ja. Ich meine, ich komme zurecht. Wurzelwald. Alles klar. Okay, Flötennase, halt dich fest und setz den Helm auf. Das könnte jetzt gefährlich werden. Was denn für ein Helm? Ich brauche diese Flötennase. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt nochmal zurückkommt. Ich habe auch nur von seiner Nase gesprochen. Was genau? So, dann sind wir jetzt wieder. Mein Vater hat in der Jetzt haben wir eben erfahren, dass Conroy in Wirklichkeit böse ist. Haben wir uns ja schon immer gedacht. Ja, er ist schon ein bisschen seltsam von den Scheinen nach Posa und scheint immer die oberste Nase vorzuhaben. Der Ort, an dem er die Aufnahme gemacht hat, muss irgendwo hier im Wald sein. Aber der Wurzelwald ist riesig. Das Tier da scheint auch nicht Conroy zu mögen. Unheimlich. Nein, das hat sich schon geschafft. Irgendwo müssen wir doch anfangen. Willst du nicht wissen, was es mit den versteinerten Flötennasen auf sich hat? Ob es eine Baby da auf dem Roboter, was wir da gesehen haben? Sag ich doch. Vielleicht auf jeden Fall gibt es eine Flötennasen. Ja gut, wollte ich auch gerade sagen. Na dann mal los. Stopp. Da ist eine Falle. Wo? Dieser schöne Schildkröte. Ja, ich weiß. Jetzt sieht er mal was durch. Na gut, Flötennase. Ich suche einen anderen Zugang zum Wald. Wenn Laura geht? Du bleibst hier, rührst dich nicht und vor allem fasst Können du nichts wir an. Vielleicht, ich weiß nicht, die Fallen entschärfen? Ach, als würde ich das mit der Falle nicht alleine hinkriegen. Was für ein Tier, komisches Tier. Okay, es gibt uns nicht die Puppe. Schätze, Abenteuer. Er will sie nicht hergeben. Und seine Zähne sehen ziemlich scharf aus. Was haben wir denn hier? Helm? Das hat sie wohl mit Helm da gemeint. Da lag er drin, ach so. Das ist jetzt unser... Das Ding, wo hergefahren ist. Das Schiff da, oder? Trümmer. Meine Güte, selbst die Splitter sind zersplittert. Das Splitter, Leute. Nichts Brauchbares mehr. Baume? Wenn ich jetzt dagegen trete, würde mir auf jeden Fall eine Frucht auf den Kopf fallen. Ich weiß nicht, brauchen wir die? Baumfrüchte? Die hängen zu weit oben. Sehen massiv und schwer aus. Vielleicht sollte ich nicht direkt unter dem Baum herumstehen. Was ist denn das? Süßes eine Walnuss. Aber das, wo sie schon das Haustier hatte. Sie beobachtet das. Sie sieht aus wie so ein kleines Schaf, Maus. Wie die kleine Fledermaus. Meine Hand passt nicht durch das Loch. Ich könnte meine Nase reinstecken. Komm, dann kannst du sie kratzen. Haar weisen aus. Ein Schiller. Achtung! Gefährliche Fallen. Wenn du schon echt sind, diese Fallen, die sie auch im Wald gewohnt und Tiere fängt, den Fuß so verletzt. Das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für ein Bart. Genau, so gut wie die Haut. Auf Eindringlinge wird geschossen. Was auf Eindringlinge wird geschossen? Was ist denn hier auf uns? Hilfe, Leute, wir werden geschossen. Und im Kleingedruckten steht, dass Schilder abnehmen verboten ist. Fallen haben wir hier noch? Natürlich könnte ich darüber gehen, aber dann wäre ich eben tot. Sollen wir mit Helm machen? Das war doch jetzt gewagt. Also muss ich das wieder irgendwie anklicken auf. Kann ich nicht den Helm aufziehen?
Robert, zieh doch mal den Helm auf. Was soll der heißen? Ein Trichterhelm. Genau, zieh ihn doch mal auf. Schließlich vor. Helmschuh? Ich wühle hier nicht im Dreck. Knie 3 kannst du zwar auch nichts. Das wird nicht klappen. Das zieh jetzt doch mal den Helm auf, Junge. Ach so, jetzt, okay. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Das ist auch nichts gewesen. Oh, los, toll. Und jetzt? Bonsch. Autsch! Ein sehr anhänglicher Strauch. Kann man was machen damit? Weiß nicht, was können wir machen? Wir haben eigentlich ziemlich viele Sachen verloren. Schau mal. Stimmt, nur noch eine Feder. Ein Trichterhelm. Können Sie ja nochmal probieren mit dem Nuss. Vor. Ein Trichterhelm. Ja, Robert, das ist wieder richtig. Sicherheit geht schließlich vor. Ziehen wir nochmal den Helm auf? Probieren wir es nochmal mit dem Nuss, würde ich mal sagen. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Die hängen zu weit oben. Dann tut man nochmal hin die Baum. Oh, toll. Und jetzt? Das zieht richtig aus. Und jetzt? Ich würde nochmal diese Feder da machen, vielleicht. Das Tier vielleicht? Genau. Na komm schon, spuck den alten Lügner aus. Ja, yeah, hat sie ausgespuckt, Leute. Haben wir diese Puppe, aber was ist sie uns? Ich weiß es nicht. Spricht das Tier komisch? Ich sollte mal nicht aus den Augen lassen. Kann man die vielleicht irgendwie angeschlotzt? Kann man vielleicht irgendwas die Fallen da deaktivieren? Das wird mir bei dem Fallenproblem nicht weiterhelfen. Gucken. Kann man etwas machen? Kann die Robot vielleicht auch das komische Tier? Das war das ja, was? Oder? Wir wissen nicht, kann man die vielleicht irgendwie ins Astor stecken? Das könnte Spaß machen. Was krabbeln da für Tiere? Sind das Ameisen da hinten? Ich glaube auch, oder? Den Dornenstrauch? Zerstören. Zumindest für eine Sache bist du gut. Ah, jetzt können wir es abbeißen. Ach, das hat man als Hand. Ach, klar, eine Handpuppe, ja klar. Ach, als Handschuh, okay, stimmt. Was machen wir jetzt mit diesem Ast? Kann man den irgendwo reinstecken vielleicht? Für die Früchte, dass wir ihn bekommen? Die Vollmaus kann man da auch nicht kitzeln damit. Selbst mit dem Dornenzweig komme ich nicht an sie ran. Jetzt als Verbindung? Auch nicht. Naja. So, die Rätsel sind nicht immer einfach. Das ist immer langsam schwieriger. Was können wir machen? Die fliegt da auf jeden Fall rum, wenn man weg von der ist. Die war doch mal ganz nah. Mein Verstand sagt mir, dass er viel zu spitz ist, um ihn anzufassen. Au! Aber was machst warum habe ich es trotzdem getan? Komm nicht hin. Selbst mit dem Dorn? Ich fliege auch so rüber. Jetzt können wir das da reinstecken. So, Falle präparieren. Ah, es ging, es cool. Es hat euch gerade geraten, oder? Wenn die Chefi. Ja, yeah, die Wollmaus war dran kleben. Ja, yeah, super. Jetzt können wir die Wollmaus einstecken. Wir können ja nach dem nächsten Rätsel den Part beenden. Ich sehe gerade, wir sind schon fast bei der Viertelstunde. Naja, dann könnte ich... Stimmt. Obwohl... Schau mal, können wir die jetzt mit dem Helm kombinieren vielleicht? Gut festhalten. Okay. Jetzt können wir vielleicht die Nüsse runterschütteln. Und ja, und dass sie kaputt geht. Oh, schaut die süß aus, die Wollmaus. Oh, was Appetit, aber vielleicht... Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Hoffentlich sieht mich Laura nicht. Ich weiß, was gerade um ein Tier. Und die Wollmaus fliegt weg. Tapferer Helm, du hast deine Schuld. Ja, Leute, ich will dann sagen, wir beenden den Part. Das war Part 7 von The Inner World. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich würde sagen, das probieren wir im nächsten Part. Ja, dann kunden wir im nächsten Part den Wurzelwald einfach weiter, Leute. Genau, und dann kommen wir vielleicht noch ein bisschen weiter hier. Vielleicht sollten wir uns mal das komische Tier da anschauen. Sehen, wie lange er noch durchhält. Machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Okay, dann würde ich auch sagen, sonst wird es hier ein bisschen zu lang wieder die letzten Parts. Okay, Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Part 8. Macht es gut. Ciao. Tja, jetzt sagst du nichts mehr.